Hören die mich, wenn ich jetzt rede? Herr Walz. Herr Walz. Herr Walz, hört ihr mich? Herr Walz. Die gucken gar nicht hoch. Herr Walz. Die denken auch, Bruder, was geht ab jetzt hier? Salamien. Salamien. Ho! Wer ist das? Das ist Chico. Ach, Chico ist das? Wer ist das? Ja. Das ist Chico? Ach so. Ich glaube, der kommt gerade aus der Dusche. Ah, okay, okay. Was macht der mit dem Fotoapparat, Jan? Ich glaube, der Herr fotografiert gern sich selbst unter der Dusche. Vielleicht war der nicht alleine duschen. Solche Sachen gehen hier ab, ja? Ich bin ein alter Opa. Ja, wenn du nicht da bist. Ich bin ein alter Opa. Was macht ihr hier? Was macht er? Er macht ja gerade was. Der ist kurz beschäftigt, ey. Okay, tamam. Warten wir aber auf Herr Walli Fuchs noch. In der Zwischenzeit springt in den Pool, Jenler. Okay. Chico. Ja? Chico, Jen. Komm mal mit mir. Ich muss mit dir reden. Ach, Mann. Ich dachte, ich kann jetzt in den Pool springen. Einen Moment. Was sagst du? Einen Moment. Okay. Eigentlich brauchen wir den Fuchs noch hier bei uns, weil wir müssen uns kurz absprechen. Wir müssen absprechen, was heute alles an der Tagesordnung steht. Ja. Ich würde sagen, wir gehen ein paar Leute besuchen. Müssen wir, ja, nach dem Gespräch gestern. Und ich würde sagen, wir schicken ein paar unserer Leute schon mal auf gewisse Routen arbeiten, weil wir müssen wirtschaften hier. Was du in den letzten 2 Jahren von der Heimat aus bei mir an Cash gefressen hast, Jen, das ist nicht von dieser Welt. Das müssen wir wieder reinholen. Aber du bist mein Jen. Okay? Ich hab doch gesagt, es war ein Versehen. Du bist mein Jen. Ich hab die Leiter gedrückt. Ich lass dich nicht fallen. Damit du das weißt, ich werde dich niemals fallen lassen, Jen. Dankeschön. Ich weiß das. Warum nein, zuerst? Danke. Zu Breitenberg. Danke, danke. Du bist der Beste. Herr Walli Fuchs. Hab dich lieb. Wer ist da nackt? Jen. Ich weiß nicht. Aber die sollen ja nicht mit Klamotten in den Pool. Der hat das schon gut gemacht, dass er sich ausgezogen hat. Oder nicht? Nein. Oder ja, gehst du mit Klamotten rein? Unser Klo wird verschmutzt mit diesen Klamotten. Ja, deswegen lieber mit Unterhose, dann wird es nicht so viel verschmutzt. Ich glaube, da ist Fuchs sogar. Jen, haben wir Munition? Nee. Haben wir keine Munition bezogen? Von, wie heißt diese Kartell nochmal? Kali-Kartell. Haben wir keine Munition bezogen? Ich glaube nicht. Fuchs, Jen. Fuchs, Jen. Sieht schick aus und gut aus, weißt du? Herr Walli Fuchs. Daje. Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Lass mich einmal deine Hand küssen. Wie geht's dir? Nein, komm mit mir. Komm ja, ich bin ein älterer Bruder. Jen, heute müssen wir die Tagesordnung einmal besprechen. Wir brauchen ein paar. Ihr müsst mir Input geben. Sag mir, was ist mit der Munition? Hast du Munition bezogen vom Kali-Kartell? Ich konnte keinen Deal mit denen ausmachen, weil die waren die letzten Tage nicht erreichbar. Daher. Aber wir haben über einen Kontakt haben wir günstig Munition herbekommen. Wir haben uns Munition angeboten für 800 bis 1000 Dollar. Wir haben einen viel, viel besseren Preis bekommen. Wer hat einen besseren Preis bekommen? Musti. Musti hat irgendeinen Kontakt gehabt. Dann hatte. Von wem? Von Kalik hat er selber. Ach, er hat einen anderen Preis bekommen wie du, ja? Yeah? Genau. Die haben uns als Familie einen sehr, sehr hohen. Was ist das denn für eine Politik? Diese zweigleisige Politik mit verschiedenen Preisen. Das gefällt mir gar nicht. In dieser Stadt läuft einiges verkehrt, Jenler. Ich weiß daher. Deswegen habe ich mich gar nicht eingemischt und habe ihm dann uns die Munition besorgen lassen.
Weil wir hatten noch Eile. Wir hatten ein bisschen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Wir hatten ein bisschen Stress in diesem Café. Die haben gedacht, die können auf meinen Kopf ein paar Kugeln feuern lassen. Aber wir haben das ganz schnell geregelt. Ich habe schon gehört. Gestern hat mir Chico hier einiges erzählt. Eine sehr, sehr stabile Aktion von dir. Danke, danke, Dai. Ich bin nichts anderes gewohnt von dir, Jen. Heute steht an der Tagesordnung auf jeden Fall ein paar Leute zu besuchen, die nach Besuch von uns auf jeden Fall schon warten. Und ihr könnt mir Input geben. Sagt mir, zu welchen Familien sollen wir heute gehen? Ich würde auf jeden Fall, was ich schon mal sagen kann, ich würde gerne die Kafkas sehen, weil ich habe gestern nicht verstanden, warum in der Tafelrunde eine Frau stellvertretend für irgendjemanden von den Kafkas geredet hat und gesagt hat, dass wir noch nicht in diese Runde gehören, nachdem die Kafkas mir zugesichert haben, dass sie mit uns eng zusammenarbeiten werden. Haben die Kafkas nicht die Drogenroute? So wie ich gehört habe, hatten die eine, ja. Aber ich habe gehört, die sind nicht mehr vollzählig da. Da haben sich einige von denen verabschiedet. Und wenn eine Frau bei denen die Führung übernommen hat, dann kannst du auch davon ausgehen, dass da nicht mehr viel passieren wird. Aber ich glaube, die sind keine Gefahr. Ich weiß, du warst nie Fan von dieser ganzen LGBTQ-Bewegung. Aber du solltest trotzdem deinen Respekt gegenüber Frauen nicht verlieren, Jan. Ich habe meinen Respekt den Frauen nie gegenüber verloren. Auch mit roten Haaren und roten Schamhaaren solltest du dich ein bisschen zügeln, mein Freund. Ja, tut mir leid, ey. Du weißt selber. Ich bin alte Schule. Also haben Kafkas die Drogenroute oder nicht? Ihr müsst entspannen, Leute. Haltet ihr euch fit? Mach ein bisschen Yoga, ey. Durch die Nase einatmen. Und durch den Mund wieder ausatmen, Leute. Lasst euch von außerhalb nicht stören, nicht irritieren. Lernt euren eigenen Körper kennen. Hallo, Funkcheck, hört ihr mich? Ihr müsst euren eigenen Körper kennenlernen. Wir hören dich. Komm zu meinem Wissen. Okay. Fuchs hier. Die Autos, die ich gefahren bin damals, die Fuchs wolltest du auch haben. Die habe ich dir auch gegeben. Ja, deine. Ich brauch dich kurz. Entschuldige mich, Frank. Hast du diese MOBs erreicht? Von den MOBs habe ich gar keinen Kontakt zu. Ich weiß nur, dass die irgendwie wie die Schlümpfe im Grün rumlaufen. Wer hat Kontakt zu den MOBs? Daya, ich habe mit denen telefoniert. Die haben kurz was zu erledigen. Die rufen mich an. Dann können wir dorthin. Hey, Chase. Kommt, Herr Walz, kommt. Ich glaube, du musst wieder zum Friseur. Deine Haare sind voll gewachsen. Wartet. Kurz Moment, Bre. Ey, können denn Jungs bitte woanders raus? Wir dürften reinkommen, Ich hab die reingebeten, Beidam. Was, wer sind die? Herr Walz. Es gibt Missverständnisse, Herr Walz. Wo ist Abo Henry? Hallo. Ja, kommt dann. Ja, Beidam, warum komm doch, lass doch die rein. Ja, komm, ich kenn die nicht, Bre, chill doch. Ja, aber ich kenn die doch. Ja, echt nicht. Was für Streit euch nicht, Herr Walz. Wir sind auch nochmal. Normale Menschen. Bist du am Pen oder was? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Alaikum salam. Yasin, lauf langsamer, bevor ich deinen Arschloch fick. Sie sind wahrscheinlich der Kopf, oder? Fick deinen Arschloch in den. Hey, bleib. Wer redet mit mir? Sie sind der Kopf, oder? Ich bin der Kopf. Kann ich Ihnen was zu essen oder trinken anbieten? Ich danke dir, Jan. Alles klar. Salamu alaikum. Vay. Dayı, elini öpeyim, dur dayı. Nein, lass das sein. Wie geht's dir, mein Dayı? Wie geht's dir, mein Freund? Dankeschön, komm, setz dich hin. Jungs, geht mal ein bisschen auf die rechte Seite rüber. Lass mal sitzen. Komm hierher. Ich mach den Platz ein bisschen sauber sogar. Ich stehe, mein Freund. Okay. Ich sitze schon den ganzen Tag. Gut, dann stehe ich auch, wenn Dai steht. Ja. Machen wir gleich, Bruder. Ja, Santino, setz dich mal normal hin. Oh, sorry. Setz dich hin, Amjad. Wie geht's dir? Ah, setz euch mal normal hin, Santino. Auf die andere Seite, mein Bruder. Am besten.
So jetzt, ich war kurz verwirrt, mein Freund. Alles gut, alles gut. Mein Freund, dein Name war Abu Henry, richtig? Einen, mein Bruder. Ich hab dich sehr, sehr gut in Erinnerung. Daher kannst du ein bisschen lauter reden. Ich danke dir. Gestern gab es sehr, sehr unsympathische Gestalten in dieser Runde, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin neu in dieser Stadt. Ich bin ein halber Tourist, wie ich es gestern schon erwähnt habe. Ich möchte mich ein bisschen zurückhalten. Weil du kennst doch diese Leute, die neu im Geschehen sind und am lautesten sind. Das ist nicht meine Art. Aber ich habe gemerkt, in dir steckt eine ehrliche Haut. Und aus Zeichen des Respekts wollte ich dich heute als allerersten besuchen. Allah, ich danke dir. Ich küsse deine Hand, mein Herr, mein Bruder. Ich hoffe, den Ausrutscher von gerade, den kannst du mir verzeihen. Ich bin nicht mit leeren Händen gekommen. Astaghfirullah. Herr Walz, gib diesem respektvollen Mann unser Geschenk. Als Zeichen der Freundschaft. Ich hatte sowieso Zahnschmerzen. Mit diesem Schlag hast du den Zahn rausgeholt. Gut. Du hast Humor, mein Freund. Ich danke dir. Wenn irgendwas ist, ich bin gut gesinnt. Der erste Eindruck ist ein bleibender Eindruck. Und der erste Eindruck zwischen uns beiden, der war ein stabiler Eindruck. Ich hoffe, dass wir in der kommenden Zeit uns nicht gegenseitig auf die Füße treten hier, sondern vielleicht sogar Geschäfte machen können. Uns den Rücken decken können. Vielleicht sind deine Interessen meine Interessen. Vielleicht haben wir gemeinsame Interessen. Und auch hier deine ganzen Männer. Merkt euch die Gesichter von diesen Havals hier. Ich danke dir. Sie werden euch einen Mehrwert liefern. Inshallah, da werden wir sehen in der Zukunft. Also ich habe euch gestern schon gesagt, wenn wir euch irgendwie helfen deine können, Männer. Erinnern mich an meine Jugend. Oder wenn du willst, kannst du Motorrad fahren. Ich habe Motorrad gefahren, das letzte Mal vor 35 Jahren. Aber ich habe einen ganz, ganz wilden Unfall gehabt, wo ich meine alte Geliebte damals auf dem Motorrad verloren habe und eigenhändig begraben musste. Was ist aus, daher? Seitdem lasse ich es sein. Walla, wenn du zu deiner Jugendzeit zurückkommen möchtest, ich kann dir eine sehr schöne Harley ausleihen. Du kannst mal damit eine Runde drehen. Ja, darauf komme ich zurück. Nicht heute. Aber das nächste Mal, wenn ich dich besuche, kannst du mir deine Harley ausleihen für eine Woche. Kann ich machen, gar kein Problem. Dann spreche ich den Bann und fahre doch wieder ein bisschen. Inshallah. Ich danke dir für deine Gastfreundschaftlichkeit auf jeden Fall. Ich weiß es zu schätzen. Wir werden gucken, dass wir in den Tagen auch nochmal mit unseren Brüdern bei dir vorbeikommen, da ihr. Wie gesagt, es gilt auch an euch. Wenn irgendwas ist, wenn wir irgendwo euch helfen können, könnt ihr euch jederzeit bei uns melden. Ihr seid herzlich willkommen. Ich danke dir für deine Worte. Dankeschön. Salamu alaikum, Männer. Wa alaikum salam. Abu, wie war dein Name? Abu Henry, können wir Nummern austauschen, dann sind wir in Kontakt. 919191. Ich begleite euch gerne nach draußen. Moment. Kommt, Herr Walz. Damit du weißt, wer ich bin. Ich bin Felix Fuchs, ich übernehme so die Rechte. Ich muss auch mal hier lernen, die Nummern einzuspeichern. Das ist jetzt das Erste, was ich machen werde. 919191, merken wir kurz. Und gleich dieses Dings muss ich fixen auf jeden Fall, wie ich mich hinsetze. Aber noch im Stehma wie ein Jarach da. Nein. Schönen Abend euch noch. Schönen Alek. Abend noch, Jenler. Tschüss. Hey, Daya, Alter. Was geht ab, Alter? Yes. Wie geht's dir? Wer ist da? Grob, was grob? Waldet. Gashis, ja. Das war Waldet Gashis. Hier soll es Munition geben haben. Wo ist der Kopf von den Gashis? Hier, Walker. Hier. Kannst du deine Hand kurz heben? Hi. Mein Freund, wie geht's dir? Lange nicht gesehen. Gut, wie geht's dir? Ja, auch ein bisschen länger nicht mehr gesehen. Ah. Es tut mir leid, ich habe vorhin noch meine Kontaktlinsen rausgemacht. Ich habe dich nicht ganz erkannt. Kein Problem, Alter. Denkst du, ich nehme dir das übel, Alter? Ich habe eine Frage an dich. Ja. Kannst du ganz kurz mit mir mitkommen? Natürlich, komm. Waldet? Warst du gestern in der Tafelrunde? Ja, da war ich. Hast du für uns oder gegen uns gestimmt? Jungs, ihr könnt schon meldet sich an den Dörfer. Hey Jungs, habt ihr für die gestimmt oder gegen die, Herr Walz? Für. Wir haben für euch gestimmt. Ich danke dir, mein Freund. Ich hab dich gut in Erinnerung. Und auch das, was du mir jetzt gerade sagst, schmeichelt mir wieder sehr. Ich glaube. Ja, hier, Kusai war dabei. Kusai, wie war das? Ihr habt für die gestimmt, oder? Ja, ich war der gesagt hat, ihr seid mit Anstand und Respekt zu uns gekommen. Ah, an deine Worte erinnere ich mich. Stabil. Ey, stabil. Bin ganz kurz weg, Jungs. Macht euer Gespräch, ich muss ganz kurz los, dringend. Okay, das war's schon. Ich wollte nur klarstellen, wie unsere Fronten miteinander sind. Ich habe euch gut in Erinnerung und werde euch auch weiterhin so in Erinnerung halten.
Ihr seid ja auch von einem Freund von uns gekommen, wo ihr bei uns am Anwesen wart. Von Frank Wolf. Also Jungs, Salam Aleikum, ja? Chico weiß, glaube ich, wer das ist. Ja, ich weiß Bescheid. Alles klar, Dave. Alles klar. Ich wünsche euch was. Dann, ja? Salam Aleikum. Aleikum Salam. Okay. Steigt alle ein. Wir fahren einmal um die Ecke und halten ganz kurz an. Oder an die andere Seite fahren. Hör mal auf zu hupen, Bruder. Warum fahren wir nicht rein einfach? Das macht man nicht. Wenn du in eine Gang reinfährst, beziehungsweise in eine Hood reinfährst, haben die Erlaubnis zu schießen, weil du unangekündigt reingesprungen bist. Chico, Heval. Ja? Guck dir das mal an, wie langsam die laufen, Mann. Check mal die Blatts ab. Das ist ein richtiger Gangster. Guck dir das mal an, wie die laufen. Kennst du das aus Amerika? Wie heißt der Kopf von dem Platz? Die haben immer die Hosen so tief. Ich weiß gar nicht. Wie heißt der Kopf von dem Platz? 280, 2K oder so. 280 war ich das. Ja, aber die Regeln haben sich ja anscheinend ja wieder geändert, weil sonst würde ja nicht, sonst hätte man ja nicht abgestimmt. Weißt du, was ich meine, 2K? Ja, ich grüße euch. Die Abstimmung an sich natürlich, ja genau. Dann hat die Abstimmung ja gar keinen Sinn ergeben, aber dass sie gegen uns gestimmt hat, Bruder, das hat mich verletzt, weil wir uns ja schon kennen. Ich erkläre euch das. Yes, yes, okay. Ihr könnt die Autos ruhig mit reinnehmen. Das heißt okay, nee, oder sollen wir die... Ja, sonst werden die abgeschleppt. Wir lassen die da stehen, wo wir waren. Auch okay. Ihr Davis, komm mal zum Abschalten. Fahrt die Autos rein, bevor die weg, Mann. Nimm mal einer geht. Auf den... Alles fest? Okay, Jungs, yo, Grandpa, nimm mal alles gut, die okay. Autos mit. Haben, ne? Wie geht's dir hier? Fahrt die rein einfach. Jeder gut, so ein Auto Chico. Hey, das war echt nicht cool, wie die mit dir umgegangen sind auf der Tafel. Da waren ein paar echt disrespectful. Echt, ja? Ich hab vieles überhört, meine Ohren. Du weißt doch, Jan. Ja, aber naja. Sorry, okay. War trotzdem nicht cool, ich sag's. Das war die erste Tafelrunde. Bei der nächsten Tafelrunde mache ich mein Hörgerät ein bisschen lauter. Mal dann lass es so am besten. Das ist jetzt auch nicht die feine Art. Jungs, warum springt ihr auf die Autos? Was macht man hier so in der Soulside? Ist das euer Anwesen? Komm, setz dich. Ja, wir können auch nach oben gehen aufs Dach, aber ich denke mal, jetzt damit klettern mit dir. Also nee, da kommt er nicht hoch. Wenn wir jetzt da hochklettern, dauert vielleicht ein bisschen. Oh, ah, oh sorry, sorry. Okay. Nein, setzt euch ruhig. Ich muss nicht dran. Herzlich willkommen, Mann. Ey, du musst dich runterstellen, da. Oder so. Kann ich so sitzen bleiben? Ist das okay für dich, Ian? Natürlich, Mann. Pass auf, nicht, dass irgendwas runterfällt von der Palme. Ich bin ein Jungschuss da drin, einen von der Palme zu wedeln, mein Freund. Oh, Ding, das will ich nicht absprechen. Ja, ey, pass auf, ich wollte gerade erzählen, wieso wir es halt machen. Für mich ist es ein ganz einfaches Ding. Ich kann gar nicht über euch urteilen als Familie, weil ich euch nicht kenne. Ach, tu doch nicht so. Du kannst schon ehrlich sein, dass du mich kennst. Ja, du kannst auch ehrlich sein, dass ich dich in der Vergangenheit schon öfter mal ein bisschen. Aber Ian. Aber guck mal, pass auf. Ein paar meiner Leute waren hier. Oh. Ein paar von deinen Leuten haben meinen Leuten sogar erzählt, wie man irgendwelche Sachen anbaut. Richtig, und wir waren vor deinem Anwesen mehrere Male. Auch wenn du es vielleicht nicht gesehen hast, müssten deine Leute es vielleicht mitbekommen haben, Ian. Ich habe selber mit denen geredet. Es hat mich verwundert, dass wir trotzdem von euch ein Nein gehört haben. Weil wir sind friedlich an euch rangetreten. Vollkommen richtig. Diese Friedlichkeit. Aber das wollte ich gerade erklären. Ja. Pass auf, das ist eine ganz einfache Sache. Wir haben Tafelrunde zuvor besprochen, dass jede Familie, die hier in die City kommt, sich zeigen und beweisen soll. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte der Familien gewesen, die Worte der Geschäftsmänner. Man kann sich nur in dieser Stadt beweisen, indem man als Familie akzeptiert wird. Du weißt, wie diese Geschäftsführer, wie diese Sponsoring-Leute sind von dieser Insel. Ich kenne die nicht, aber... Wir brauchen einen offiziellen Status. Dann werde ich zeigen, was es heißt, was die Heavals sind. Aber ganz wichtig ist für mich, ich muss wissen, wer gegenüber von mir steht und wer hinter mir seine Spieche macht. Deswegen frage ich dich jetzt offen
und aufrichtig. Treten wir uns gegenseitig auf die Füße oder wie sieht das hier aus? Guck mal, dafür, dass du mich jetzt schon 5-mal unterbrochen hast, ich sage nichts, da du ein gewisses Alter erreicht hast. Du hast mich 6-mal schon vielleicht unterbrochen. Ja, der ist alt geworden, nimm das nicht so übel. Chico! Chico dazu. Er macht das gerade wieder vor. Ihr seid sehr in Redelaune. Ich kann es verstehen. Ihr habt viel zu sagen, ihr habt viel beizusteuern. Ihr seid neu. Nur weil wir den Anschein erwecken, dass wir vielleicht alt oder gebrechlich sind. Er hat das gesagt. Ja, das kommt so, durch die Familien habe ich das so gehört. Das sind so. Du redest doch gerade mit mir, Bro. Du talkst doch mit mir gerade. Du haust irgendwas ohne Kontext und sagst irgendwas, wobei ich nichts gesagt habe. Dass er gebrechlich ist oder dass ihr schwach seid. Herrwal, ich bin mir sicher, dass in der nächsten Tafelrunde nach unserem Besuch hier auch die Blatz verstanden haben, dass die Farbe Rot uns wesentlich lieber ist als die Farbe Blau. Safe. Das habe ich verstanden. Wie gesagt, wir wollen niemandem was Böses. Mich juckt weder eine andere Color hier in Davis, mich juckt weder eine andere Color, die draußen ist. Das, was ihr hier seht in Red, das ist meine Family. Das ist mir am meisten wert. Alles andere ist Business für mich. Das heißt auch für euch, wenn ihr Business machen wollt, könnt ihr gerne schon zu uns kommen. Wir haben aktuell die Weed-Samen. Wenn ihr da Bock drauf habt, ein bisschen was an Geld zu verdienen, dann sagt Bescheid. Seid herzlich willkommen. Auch so, wenn ihr mal talken wollt, kommt gerne vorbei. Gib mir deine Nummer hier hin. So, Airdrop an. Wie viele Shorties hast du heute gedacht, Dayan? Was hab ich? An wie viele Frauen hast du heute schon so gedacht? Warum willst du das wissen? Keine Respekt. Damit ich dir so was schicken kann hier. Was willst du mir schicken? Ich will dir eine Nummer wissen. Ey, das ist wirklich respektlos, was er gerade macht. Was? Worauf hast du es abgesehen? Auf Vorsicht. Jetzt verbrennt er unsere Männer sogar noch. Guck mal, du hast in deinem Handy so einen Code, Mann, dass ich dir was schicken kann. Chico, für respektlos. Damit ich dir so einen Airdrop senken kann. Hast du so einen Code für dein Handy? Hey Bro, wenn du willst, schick du mir die Nummer und ich leite sie weiter. Schick die Nummer. Herr okay, 1972, Bro. 824. Was nochmal? 824, schick mir deine Nummer und ich schick dir meine. Und ich tausche dir gleich mit Eier aus. Herr Wall, unterm Strich macht ihr mir alle einen guten Eindruck. Ich hoffe einfach, dass wenn ich das nächste Mal hier vorbeikomme, noch warmherziger empfangen werde. Und in diesem Sinne, Assalamu alaikum. Wie ist deine Nummer? Alaikum salam. Take care, man. 1972. Assalamu alaikum. Ciao, Jungs. Ciao, ciao. 2-3-8. Schade, Bruder, scheiß nicht rein, komm her. Pupi, wo bist du? Hey, Bruder, warum ist die Sitzung voller Frauen? Der hat dich nicht ernst genommen, der fragt dich einfach, wie viele Frauen du heute gebabbelt hast. Chico, Herr Wall, ein für alle Mal. Ich möchte nicht, dass du mich unaufgefordert unterbrichst. Ich habe dich ja nicht unterbrochen. Ich habe ihn unterbrochen. Wir müssen unser Anstand wahren. Alles andere kommt. Das sind Gangster aus der Southside. Denkst du, die haben Anstand? Schau mal, wie die leben. Chico, unter Müll Chico, und Pakete Chico, und Chico, Kartons. Chico. Deine Zunge, Herr Wall. Deine Zunge, Herr Wall. Sie redet. Aber kommt Zeit, lassen wir andere Sachen reden. Patronen. Assalamu alaikum, Herr Wall. Alaikum salam, komm her. Ist euer Häuptling da? Ja, kommt rein. Kommt rein. Könnt ihr euch auch direkt hinsetzen, ne? Auf der Couch. Ja. Vielen Dank. Danke. Oh mein Gott. Ich stütze. Omi? Ich bin vorne bei dem alten Mann hier. Sieht gemütlich aus bei euch. Brauchst du Hilfe, Bro? Soll ich dir helfen? Wer redet mit mir? Ich, vor dir, hier, MOB. Nein, ich brauch keine Hilfe. Brauchst du Hilfe? Nein, ich dachte, weil du so gehst, Bro. Nicht, dass du dich verletzt oder so. Assalamu alaikum. Kommt mal alle vor. Setz dich gerne hin. Wie kann ich dich nennen? Ich würde gerne stehen. Mein Name ist Daye.
Daniel. Wer redet mit mir? Kevin aus Kreuzberg. Du bist der Häuptling hier? Ich bin der OG, genau. Wie geht's euch? Sehr gut, Alhamdulillah. Ich kann mich nicht beklagen, aber ich kann dich nicht so angucken, wenn du die ganze Zeit stehst. Nein, nein. Ich sitze den ganzen Tag schon hier. Ich würde gerne stehen bleiben, wenn's okay ist. Okay, alles klar. Deine Stimme ist atemberaubend. Ja. Du hörst dich an wie KI. Kennst du das von TikTok? Nein, nein. Mit KI habe ich nichts zu tun. Aber ich habe in jüngeren Jahren habe ich in Hotlines gearbeitet. Ah, verstehe. Okay, alles klar. Soll nicht respektlos klingen, aber ich setz mich hin, ja? Setz dich hin. Ian, ich möchte was wissen. Ja? Yeah. Gestern in der Tafelrunde hieß es, ich hätte euch nicht besucht, ich bin neu in der Stadt. Mhm. Deine Forderung habe ich geltend gemacht und bin heute hierher gekommen, um euch vorzustellen, wer meine Männer sind. Das hier sind die Hevals, eine junge Truppe. Die Hevals? Verstehe. Das ist auch der Familienname. Wir sind die Hevals und mich kannst du Daye nennen. Daye und die Hevals. Okay, was bedeutet Hevals? Hevals sind Freunde. Wir suchen nach Freunden, zahlen mit Loyalität, aber wer uns auf die Füße tritt, über den rollen wir. Man hört alles. Okay. Verstehe. Ja, ja, können Sie sich mal irgendwie einzeln mal vorstellen? Ich würde gerne mal jeden Einzelnen hören. Ah, ich glaube, meine Männer brauchen sich nicht vorstellen. Aber wenn du willst, kann ich dir zeigen, wer meine rechte und meine linke Hand ist. Das sehr, sehr gerne, ja? Hier haben wir zu meiner Linken meine linke Hand. Herr Walle Chico. Herr Walle Chico, freut mich. Kevin aus Kreuzberg. Oh, meine Augen, wo Chico. Ist Fuchs? Der ist hinten. Der Fuchs steht hier. Und der mit den roten Haaren ist Herr Walle Fuchs. Mit den roten Haaren ist... Also dort hinten, nicht hier. Nicht der, sondern der dahin. Nein, nein. Oh, aha, okay, der hat, okay. Kann ich fragen, was ihr geschäftlich macht? Nimmt der mit den roten Haaren immer Abstand oder will er auch herkommen? Du kannst ihn ja mal fragen gehen. Wir beißen nicht, der kann gerne kommen. Meine Männer sind meine Männer. Sie sind nicht meine Hunde. Wenn er nach vorne treten möchte, soll er kommen. Wenn nicht, dann nicht. Ihr wollt euch doch aber vorstellen, oder nicht, Homie? Ja, deshalb sind wir hier. Aber wer redet hier gerade? Ich, die linke Hand von Kevin aus Kreuzberg. Ah, okay, wie war dein Name? Dayo. Dayo. Es freut mich. Es freut mich, dich kennenzulernen und es freut mich, euch alle kennenzulernen. Freut mich auch. Wir sind ab jetzt mit in der Stadt und ich hoffe, in der nächsten Tafelrunde ziehst du in Erwägung, dass ein alter Mann wie ich den Weg aufgebracht hat, dich zu besuchen. Das auf jeden Fall, ich respektiere das. Ich finde das gerade nur ein bisschen unhöflich von mir, dass ich dich nicht besucht habe, aber du hast meine Nummer nicht. Gib mir und deine ich weiß Nummer. Nicht, wo ihr wohnt. Sag mal schreib deine sie gerne auf. 79? 79? 79? 79? 7? 7? 9. Wie war dein Name nochmal? Kevin aus Kreuzberg. Also, du hast das jetzt richtig aufgeschrieben, ja? Oh, shit. Wieso hat er so eine coole Nummer? Kannst du mir die nochmal diktieren? 79 79 7 9. Sehr stark. Das ist die richtige. Wenn irgendwas ist, bei denen. Mhm. Wenn irgendwas ist, Herr Walle Chico. Ja. Herr Walle Fuchs, gebt doch eure Nummern, hinterlasst eure Nummern. Wenn irgendwas ist, kannst du dich jederzeit melden und du bist recht herzlich eingeladen. Sehr gerne. Ist Anwesen auf ein Käffchen. Okay, wo wohnt ihr? Wir wohnen im alten Azadi-Anwesen. Das ist das rote Backsteinhaus. Ah, hallo. Ihr habt euch das erobert, ha? Was schon Dutschaui? Dieses Anwesen gehört vorerst uns. Kevin. Und einiges in der Stadt folgt. Was? Wo wohnen jetzt Asadis? Wissen wir nicht. Hemmschuss-Anwesen. Da, wo Hemmschuss wohnt. Okay, check. Hier ist aber ein wunderschönes Anwesen, ja? Kevin. Ja? Hast du mir noch irgendwas zu sagen, mein Freund? Herzlich willkommen. Los Santos, wird nicht leicht für dich. Ich glaube, du hast schon sehr, sehr viel durchgemacht. Das wird kinderleicht für mich, Kevin. Kommt Zeit, kommt Rat. Und wenn es soweit ist, hoffe ich, dass wir beide uns nicht gegenseitig die Füße treten. Das wird nicht passieren, ja. Salamu alaikum. Alaikum salam. Alle brat wieder, hallo. Salamu alaikum. Mach's gut, ja. Salamu alaikum. Ja, bas. Not in kommt der Wald. Zu mir spielt die Wabit. Okay, Walla, gut, wir arbeiten gut ab. Dankeschön, Bro.
noch eine coole Maske, Bro. Ey, wisst ihr, what's up, Bro? Ey, wisst ihr, was die geschäftlich machen? Ibash. Was ist Ibash? Ibash? Hey, wisst ihr, was die geschäftlich machen? Jo, Insekten, Mann. Hört ihr mich? Insekten. Ja, da ja. Was machen die geschäftlich? Frag ihn doch, der ist ja. Nichts, glaub ich. Ibash. Das ist nur einer von denen. Was macht die geschäftlich? Ich glaube, wir haben gar kein Geschäft jetzt mehr. Ich glaube, wir hatten mal. Tamam, salamu alaikum. Kudin. Einer sagt nein, andere sagt ja. Alles angerufen. Wichtige Chorba. Ihr wollt, dass ich Chorba trinke, Jan. Osi, hast du Feuer immer? Nein, nein. Steckt aus. Hey. Warte jetzt. Eine Sekunde. Hey, was, Bro? Was geht ab, Bro? Alles gut, Mann? Ich will mal, wo das nicht ernst gemeint. Nein, Dai, wir dürfen nicht. Dai, okay, Dai, geh alleine vorne und ruf dich. Dai, geh rein. Deine verteilt sich schon, der denkt doch. Bruder, ey, warte, eine Jungs, eine Sache habe ich. Jo, klettern die eigentlich hier auf Dach? Sind wir komplett? Ne, hinten sind noch ein paar Leute. Was für Dach, Fuchs, was meinst du? Bruder, ist das so, wenn man so Besuch erwartet, geht man dann auf die Dächer und so? Kommt ja, drauf an, nee. Kommt drauf ja, an. Das, ja, das natürlich. Schwester. Mit Waffen auch in der Hand. Salamun alaikum. Alaikum salam. Ist Mahon da? Ja, kommt hoch zur Couch. Danke. Yes, wir gehen zur Couch. Zurück, Mann. Leute, kommt rein. Wir gehen zur Couch. Warum rennt ihr aber? Wo seid ihr? Der Daumen ist raus. Achso. Hey, tut mir noch ein bisschen gefallen. Bisschen ernst. Ganz bisschen. Ja, das ist Hevale Chico. Muss ein bisschen lustig sein. Hevale Chico. Wenn wir generell so zu. Der war gut. Er hat wieder seine 5 Minuten. Wenn wir generell so zu Familien gehen und so, sollten wir Hevals repräsentieren. Lustig können wir dann irgendwann anders sein nochmal. Habt ihr gehört? Nein, da ja. Man hat nicht gehört. Warte mal. Wir sprechen gerade. Wo ist wieder Kurin? Wo ist wieder Lin? Ich kann das in Daya sein. Oder kommt mal. Daya. Ich habe gerade eine kleine Info bekommen. Ha. Anscheinend soll der ganz, ganz sensibel sein. Und sobald man da irgendwie was sagt, dann... Ne? Und da wird geschossen. Ey, die sind Base Trail. Oh. Aha. Die haben Daya. Jemand hat geschossen. Ich liege. Hm. Haben die auf uns geschossen oder du auf mich? Falsche Zeit, falscher Ort. Was war das jetzt? Hey, geht's dir gut? Alles gut. Walla, ihr seid starke Männer, Junge. Oh Mann. Boah. Du hast bestimmt 5 Leute geholt. Ja, Bruder. Und du 6 bestimmt. Ja, Bruder, Löwe. Ihr seid krass, ja, Jungs. Stark. Ich wollte nicht auf euch schießen, das war ein Versehen. Okay, Entschuldigung. Wer seid ihr überhaupt? Ey, die haben gut reden, ich mit denen alles fit. Ja. Die wussten nicht, alles fit. Ungünstig. Ungünstig gelaufen. Hallo? Hallo? Wer seid ihr? Oh. Schade, Jungs. Was passiert jetzt mit mir? Bin ich jetzt so? Den würde ich nicht kennen, das sind Opfer. Die verstehen sowas nicht. Von wem seid ihr? Schicken ja mal Leute. Immer noch das Santa Sofia Kartell. Achso, ihr seid ja auch. Mein Name ist Lloyd. So, ich wollte auch kommen, Lloyd. Ja, Verzeihung. Wollten euch nicht mitschießen, abknallen. Wir wollten nur diese Mülltüten da. Grimm dich. Kacke gelaufen, ja, das ist Lloyd jetzt. Ne. Hallo, warte. Aber wir kommen später noch mit euch, gleich. Wir reden mit euch. Keksur, wenn ich hier stehe, guckst du auf den Boden, hast du verstanden? Wir holen unsere Leute hoch und dann. Gib mir mal deine Nummer, Lloyd. Wollt ihr euch achten, wer sind die?
Das ist das 732, Santa Sofia Kante. 7 was? 732. 732. Ja, Mila, lass mal kurz um meinen Plan mit deinem. Ey, Yuxura, kleiner Mann, schimmer ein bisschen, okay? Genau. Bring mich mal. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Bringt mich mal in eine Ecke, ihr müsst mir ein, zwei Informationen geben. Was lief da jetzt gerade? Wir fahren kurz mit dir zum Mediziner. Hallo? Ja. Hallo. Was macht ihr? Schlechter hier Zeitpunkt, Bro. Wer seid ihr denn? Wir sind die Herbers. Und wer sind die Amjas? Dort drinnen, sind da aber drinnen. Die liegen alle. Warum? Das sind dumme Fragen. Daje, was hast du gefragt? Ja, erzählt mal kurz. Wer hat gerade geschossen? Das war Santa Sofia Kartell. Also, wir wollten zu Amjas gehen und Santa Sofia Kartell hat gerade gebase-raided und ihr wurdet halt getroffen. Ach, die haben gerade diese Dings gebastelt, diese Amjas. Ja. Genau. Und die Amjas, lagen die alle? Ja. Okay, also kann man das wirklich als ein Missverständnis bezeichnen? Ja. Theoretisch schon, aber dass sie jetzt hier liegen, da hier, das ist natürlich ein Problem für uns. Ja, das ist durchaus ein Problem. Deswegen, wenn es unsere anderen Leute wären und ausgerechnet sie nicht, dann kann man vielleicht darüber reden. Jungs, der Dispatch oben am Anwesen wurde angenommen. Wir fangen gerade mit da jetzt zum MD. Wo ist denn hier der MD? Wie viele Leute liegen von uns? Ich glaube 6 Leute. Ja, schon ein paar. Hier ist MD. Ist ja gut, da hier. Hallo, da brennt ein Motorrad. Da ja, und der ist ein bisschen weggerannt. Ja, hier bist du da wieder rein. Kommt mit. Ey, Daya hat was zu sagen. Wir sollten mit reinkommen, hat Daya gesagt. Okay, dann gehen wir mit rein, wenn Daya das sagt. Daya? Ja. Daya, hier ist der Kopf. Läuft. Wo ist der Kopf? Da, hinter dir. Hinter dir, Daya. Grüß dich. Hallo, Opa. Es tut mir sehr leid, dass wir auf euch geschossen haben. Ich bin kein Opa, ich bin Daya. Ja, du bist doch kann ich 120 Jahre alt. Ey, Mary, bist du ich da? Nein, ich bin keine 120 Jahre alt. Das ist ein Penner. Hier. Hinter dir. Wo denn? Der mit der grauen Hose hier vorne. Komm her. Kannst du kurz mit mir mitkommen? Ja, natürlich. Hey, Leute, mein Bruder, was geht ab? Warte mal, ich höre da. Mein Freund, du bist Lloyd, richtig? Das ist korrekt. Mein Name ist Lloyd. Wie kann man diese Spirenzien hier, wie versteht man das? Was ist hier passiert? Ihr wart doch auf der Tafelrunde gestern, richtig? Richtig. Da war doch einer, wo ich gesagt habe, der schmackt diesen Keller mit Sadomaso. Den Bahot, meinst du? Ja, genau, das sind die. Und der sagte zu mir, ich werde dich nach der Tafelrunde vernichten und seitdem sieht er kein Land mehr und verliert einen Mann hier, nach dem nächsten. Ist das einfach nur falscher Zeit, falscher Ort und ein riesengroßes Missverständnis? Hundertprozentig. Wir hatten kein Interesse, irgendeinen von euch zu verletzen. War ich dich schon besuchen? Nein, noch nicht. Wir wollten danach hin, da. Okay. Warte. Dann, ich wäre bis zu dir gekommen. Sehe dieses Missverständnis als eine Art Zufall. Hier haben wir uns gesehen. Ich habe eine Sache, die ich an dich sage. Einmal ist kein Mal, zweimal ist einmal zu viel. Es könnte sein, dass das ein Missverständnis war. Wenn es einer meiner Männer gewesen wäre, wäre es auch nochmal was anderes. Aber ihr habt mich getroffen an der Schulter. Ich was bin kein Prinz. Du dafür? Ich bin kein Kind von Traurigkeit. Vielleicht. Warte, ich mach dir einen Vorschlag. Erzähl du hast einen Gefallen bei mir übrig. Du bist ein. Du bist ein Mann, der gerade ausredet. Das gefällt mir. Hey, könnt ihr alle einmal zur Seite gehen? Ich rede. Ist der Leader scharf von uns? Dann Kurde, ich kenne dich keine Ahnung. Ja, ich nehme dein Angebot an. Vermutlich nicht morgen, nicht übermorgen, nicht in einer Woche, aber irgendwann könnte es sein, dass du vielleicht eine kleine Gefälligkeit für mich entgegenbringen könntest. Sehe diesen Besuch hier. Sei es auf der mein Jahr, sei es irgendwann, wenn du im Krieg sein solltest, oder sei es Ressourcen, oder vielleicht dein Kopf von jemandem. Gib mir deine Nummer hier hin.
Meine Nummer ist die 732. 732. 865. Und mein Name ist Lloyd. Lloyd. Du bist der Häuptling von welcher Familie? Ich bin der Patron des Santa Sofia Kartells. Dem einzig wahren Kartell. Na, das ist ja schon mal gut, dass wir kein Kartell sind. Hast du gestern in der Tafelrunde für uns oder gegen uns gestimmt? So weit kam es nicht. Okay. In der Forschung gegangen. Okay. Ich wünsche dir viel Erfolg hier mit den Amjas. Mit den Amjramjas. Erfolg brauchen nur die Verlierer. Deswegen Mahon. Aber gracias. Ich weiß es zu schätzen. Salamu alaikum, mein Freund. Und Frieden mit dir. Und die Hölle natürlich auch. Leute. Herr Walz. Ja. Herr Walz. Ja, da hier. Da Laon. Kommt mal alle zusammen hier. Zum Tor. Hallo, Frau. Okay. Machen wir los? Nein, kommt mal zu mir. Kommt mal alle nach draußen zu dem Ausrüstungsraum. Okay. Kommt ihr alle? Kommt mal alle vor das Tor. Hey, komm mal vor das Tor. Ich komme daher. Liegen immer noch ein, zwei Männer von uns? Nein, nein. Die wurden schon alle behandelt. Okay. Warte mal. Wer ist der in Porsche? Wer kommt hinter uns? Gehört der zu uns? Nein. Sag mal, der soll weiterfahren. Gerade hier, man. Er ist auch irgendein Vorsteller da hier. Hallo. Aber ich hab gesagt, auch irgendeiner, der zu uns gerne beitreten möchte. Ich hab gesagt, komm morgen. Ja, später, nicht jetzt. Ja, ja. Okay, Jenler. Seko, von wem bist du, Seko? Junge, jetzt. Hey, ich morgen soll er kommen. Komm mal jetzt hin. Was mit dem? Soll ich mich drum kümmern, da? Kümmer dich drum. Achtung, die Mediziner müssen hier durch. Ja, hör mal zu, du kleiner Pisser. Wenn du jetzt nicht weitergehst, komm ich hin, nimm deinen Kopf und schmeiß den unter den nächsten Loch, den ich hier finde. Hast du gehört? Schau mal, ich will mir das nicht vorstellen, oder? Kommt mal her, kommt mal her. Schick den mal weg. Er wollte sich nur vorstellen. Ich fand das. Hey. Okay, Bruder, du kannst mich runterlassen. Okay. So. Das hier war gerade ein ganz großes Missverständnis. Er hat mir etwas zugesichert, was in der Zukunft vielleicht vom Vorteil sein könnte. Wir waren am falschen Zeit, am falschen Ort. Was ist der nächste Besuch? Was stand oben auf der Liste? Oh jeez, Midnight. Und oh. Midnight. Wissen die Bescheid, dass wir kommen? Ja, Fuchs, hast du Hanso angerufen? Hanso ist nicht da. Hat jemand eine Nummer? Aber wir können trotzdem da hingehen, die kennen mich. Ja, wir können jetzt bei den OGs einfach hier direkt vorbeischauen. Okay, kommt. Auch hier oben da. Kommt. Ich versuche nochmal Hanso. Hey, du musst auf dem Boden stehen und dann machen. Hallo. Hola. Wer ist da? Señor Dai. Ja. Ja. Hola, hier ist Carlos von den Geschäftsmännern. Ne? Ja. Grüß dich, Carlos. Sie haben um ein Gespräch gebeten. Ja, wenn du kurz smalltalken kannst, würde ich dich gerne hier in meiner Villa einmal erwarten. Ich werde gleich vorbeischauen, okay? Bis gleich. Ich bin gerade noch auf einen Termin und danach komme ich so da. Bis gleich. Salam alaikum. Adios. Und was sagen die Geschäftsmänner? Die kommen gleich. Ja. Ich war gar nichts. So? Nein, Woche weiter. Ja, oder so. So ist okay. Aber eigentlich, guck mal, einfach vor der Couch stehen, nach vorne schauen. Nach vorne schauen und sitzen. Und jetzt dich hinsetzen. Genau. Hey, Alina. Schämst du dich nicht, über Dai seinen Kopf rumzuspringen? Hey, bist du eigentlich noch Single? Ah ne, du bist Kubis. Fehlt gerade noch über 5 Männer. Ach, wirklich? Nein. Können wir kurz reden? Ja, können wir. Komm mit. Hey, Kubi, bleibst du da, wo du bist.
Alles gut, ich soll los, Abo, Kubi. Der hat dir Burnouts auf deinen Kopf gegeben, Bruder. Oder wir packen deinen Bruder bei Mitternacht. Einfach nur die Möglichkeit, falls Kubi es nicht mehr taugt, melde dich einfach bei mir. Du hast ja immer eine Nummer unter Business. Wie war dein Name? Fuchsien. Ja. Ich bin nicht Fuchs. Wer bist du? Kalle. Kalle. Genau. Bester Mann Kalle. Ich grüß dich jetzt. Was geht ab? Was geht? Slüff. Was los, Alten? Wie geht's? Super, und dir? Sehr gut. Man liebt. Perfekt. Und Daya, wie geht's dir? Mir geht's gut. Und der Familie. Der Streifschuss ist mir nicht nur an der Schulter vorbeigegangen, sondern auch am Arsch. Ja, dann hast du halt ein zweites Arschloch, aber ist egal. Ist nicht so schlimm, ich habe auch einen Kollegen. Genau so, Daje, genau so. Ja. Genau so und noch einmal. Entschuldigung. Noch einmal, Daje. Entschuldigung. Guck seinen Rucksack an. Nein, guck mal, Daje. Wirklich, Daje, ich habe das nicht so gemeint, Daje. Du hast das falsch verstanden, Daje. Hast du irgendwas zu sagen? Nein, Daje. Ich kann das jetzt auch nicht verkraften, weil es sind auch Blut ist das Blut geflossen. Tatsächlich. Ola, darf ich mich setzen? Grüß dich, setz dich, yeah. Hey, Alina und Mina, stellt euch neben mich. Wie geht's dir? Ich kann nicht klagen, wie geht's euch? Ja, wir fühlen uns ein bisschen bedrückt, um ehrlich zu sein. Ich bin mit guten Absichten in diese Stadt gekommen. Sehr. Eure Regeln habe ich respektiert. Aber ich habe eine kleine Sache, die mir ein bisschen ein mulmiges Gefühl gibt. Die Regeln, die ihr aufstellt, sind die einseitig oder gelten die für alle? Für alle. Ihr habt gesagt, stellt euch bei den Familien vor. Hinterlasst einen Eindruck bei den Familien. Und zeigt, dass ihr würdig seid. Dass ihr eine Familie seid. Dem sind wir nachgegangen. Und wir klappern die ganze Zeit Familien ab. Mal unabhängig davon, dass die meisten Familien auf den Straßen sind und Kriege führen und keiner anzutreffen ist und wir uns dieses Schauspiel die ganze Zeit von der Ferne anschauen müssen, darüber sind wir auch sehr neidisch, um ehrlich zu sein, sind wir gerade zu einer Familie gegangen, die überrempelt wurde von einer anderen Familie. Und ein paar meiner Männer, mich eingeschlossen, haben einen Streifschuss abbekommen. Und wir wurden angegriffen. Jetzt ist meine Frage an dich. Ein zweites Mal. Sind eure Regeln einseitig? Oder gelten sie für alle? Die gelten für alle, aber man darf nicht vergessen, wenn eine Partei mit einer anderen Partei im Konflikt ist und man dann zu Besuch ist und da passiert irgendwas, muss man das versuchen, mit vernünftiger Argumentation zu klären. Ja, das bedeutet, wenn ich jetzt hier mit Familie XY hier bin, bei euch, bei euch Herwalds, ne? Und Herwalds ist im Krieg mit... Auch wenn die Familie telefonisch bestätigt hat, dass sie zu einem Besuch bereit sind, gilt das dann auch? Man muss halt mit beiden Parteien einmal sprechen. Welche Partei, also ihr wart eingeladen, wo? Ich nenne keine Namen. Die Namen wurden schon genannt. Wie bitte? Die Namen wurden schon genannt. Von Mahon oder bei... Warte, bei Santa oder bei Mahon? Ich hab das schon gesagt, Daje. Hermano, Daje, ich hab eine kurze Frage. Wenn ich dir helfen soll, dann musst du schon mit Fakten kommen. Das sind Geschäftsmänner, Daje. Ich entschuldige mich ganz kurz. Eine Sekunde. No problem. Ah, Daje.
Ich wusste okay, das nicht. Fangen wir nochmal von vorne an, ne? No? Dai, ich habe keine Ahnung. Ich bin alte Schule. Ich bin alte Schule. Vergiss jeden Namen, den du gerade gehört hast. Ich bin kein Freund davon, Namen zu nennen. Ich arrangiere mich mit den dementsprechenden Personen selber auf meine eigene Art und Weise. Wenn die Zeit kommt, Aktion, Reaktion, du weißt doch, Satz des Pythagoras. Ich muss nicht viel erzählen. A Quadrat, B Quadrat, dieses Zeichen. Gleich C Quadrat, du weißt. Ja. Okay. Aber ich möchte nur meine Ungeduld ausdrücken. Die Ungeduld, wir sind aktiv, wir sind auf den Straßen, wir wollen Leute besuchen, wir wollen Geschäfte machen. Und uns werden Handschellen aufgesetzt und andere Leute halten sich nicht an irgendwelche Regeln. Wer setzt euch Handschellen? Handschellen bezüglich der Season oder Handschellen bezüglich der Geschäfte machen? Handschellen bezüglich, haltet eure Füße still, wartet ab bis nächste Tafelrunde. Sie. Diese Handschellen. Verstehe. Okay. Vielleicht gibt es ja irgendeine Art und Weise, wie man sich miteinander arrangieren kann. Sie. Wir können das so machen. Sie sind Heval. Sie? Sie waren bei Partei A zu Besuch, richtig? Richtig. So, Partei B hat Partei A angegriffen, richtig? Richtig. So habe ich das jetzt verstanden. Richtig. Aber Heval war auch da. Wir waren auch da. So. Und wir waren auch wusste schwer. Wusste Partei B, wo Partei B A angegriffen hat, dass Heval auch da bei Partei A ist? Partei B ist meiner Meinung nach nicht farbenblind. Schwarz und blau sind zwei unterschiedliche Farben. Das Problem ist, komm rein, die meisten komm haben auf Entfernung eine Sehschwäche. Okay. Das wirst du früher oder später selber mitbekommen. Ich werde auch ein bisschen älter, ne? Der ein oder andere junge Hüpfer, der sich damit ein bisschen besser auskennt, der vernünftige Brille hat, erkennt es immer besser. Ne? Ich weiß, wovon aber du redest. Aber ich sag mal so, bei solchen Problemen kann es natürlich immer einmal passieren, dass du unter Kollateralschaden, dass da etwas passiert. Nichtsdestotrotz, wenn sowas passiert, wenn man ein gestandener Mann ist und das nicht absichtlich war, sollte man das Gespräch mit dem Kopf der Familie, dementsprechend mit dir, Senior Daye, suchen. Wenn dies noch nicht erfolgt ist. Das ist schon erfolgt und wir haben uns auf unsere Art und Weise haben wir uns arrangiert. Der Grund, warum ich mich mit dir treffe, ist nur, ich möchte, dass ihr wisst, wir haben Handschellen auf, der Rest nicht. Das ist uns klar. Okay. Okay, aber konntet ihr eure Diskrepanz klären? Für jetzt, ja. Okay. Für später, weiß ich nicht. Entschuldige mich. Sie, Serif. Hola. Serif, ich bin gerade bei einem Gespräch der mit Chico, einem... Der Chico, ne? Der Scheiß geschrieben, ne? Ich würde mich gleich einmal bei dir melden, ne? Ich glaube, ich knall den gleich ab. Verstehe. Auf Wiedersehen, Sarah. Ciao. Kann ich dich unter vier Augen nochmal sprechen? Natürlich. Herr Walz, lass Sie uns kurz alleine. Ich habe eine Bitte an dich. Ja? Ich habe immer noch zwei gute Männer, die haben Einreiseprobleme. Ich glaube, ihr wisst schon Bescheid. Vielleicht redet ihr Geschäftsmänner untereinander und ermöglicht mir eine Visa. Ich schau mal kurz auf mein Handy. Momento. Das müsste aber bei Ali Usta bekannt sein, oder nicht? Bei Ali Usta? Sehe. In den letzten Tagen habe ich mir sehr viele Namen gemerkt. Ali Usta ist mir bisher vorgestellt. Ali Usta ist der Kopf, der gestern die Tafelrunde geleitet hat. Ach, das ist einer von euch. Sie, natürlich. Okay, wenn er Bescheid weiß, ich hab dich nur daran erinnert. Ich weiß Bescheid, Senior Daye, ich werde versuchen, oder ich werde spätestens morgen das Gespräch mit Ali Usta suchen, ne? Und
Sebastian. Und dann werden wir da versuchen zu klären, dass diese zwei Personas hier hinkommen können in Los Santos, ne? Sebastian, ich danke dir. Dankeschön für deinen Besuch. Und eine Sache noch zum Schluss. Vergiss die Namen, die meine die mein linkes Ei dir gerade gesagt hat. Was ich dir halt raten kann, weil du bist relativ neu hier in Los Santos. Ich sag mal so, ihr wisst, ihr müsst erstmal Füße stillhalten, aber ihr wartet ab, aber ihr vergesst nicht, versteht ihr? Jen, ich bin 111. Ich halte meine Füße still. Ich habe mir in den letzten zwei Tagen habe ich mir Sprüche angehört, die habe ich in meinen 111 Jahren nicht gehört. Ich warte auf meine Zeit. Ich warte auf meine Zeit und kommt Zeit, kommt Rat. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe euch auch um eine andere Sache gebeten, die mir leider verwehrt geblieben ist. Okay. Diese Little Mafia, Little Iris, was ist mit diesen Little Mafias? Ich muss mir hier Sprüche anhören. Ich habe Handschellen auf. Bitte rede mit deinen Geschäftsleuten. Die nächste Tafelrunde, die sollte vielleicht zugunsten einer gut erzogenen Familie stattfinden. Okay. Seher Dai, ich sag dir nochmal, das ist noch gar nichts gewesen. Ich weiß, aber die Stadt ich hab mir... Hermano, weil hier ist wirklich, hier gilt eine Regel. Entweder frisst du oder du wirst gefressen. Ja, ich habe Hunger, ich will fressen. Pause, aber... Diese kurze Pause, ich mach einmal bei Buffet ein bisschen Pause und trinke eine Grappa, damit ich meine Verdauung angeregt wird, diese Scheiße. Kannst du vergessen. Da musst du alles wegschlingen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Verstehst du? Wenn du und ich miteinander kämpfen würden, würdest du es akzeptieren, dass ich nur mit einer Hand gegen dich kämpfe? Oder würdest du dich erniedrigt fühlen? Nee, Kriege sind dreckig. Mich interessiert aber es nicht. Wenn ich sage, ich benutze nur eine Hand, würdest du dich erniedrigt fühlen? Mir wäre das scheißegal. Die wäre das scheißegal, aber die alte Schule sagt, die alte Schule, aber was für die einen die gilt, Schule. Sollte für die anderen auch gelten. Ich warte auf meine Zeit wird kommen. Ich verstehe dich da hier, aber wenn wir nach der alten Schule gehen würden, würde hier das ein oder andere mit Respekt verlaufen, aber du ist es leider nicht. Ich gebe dir heute ein Versprechen. Okay. Weil drei Leute liegen. Diese Stadt wird früher oder später nach alten Regeln laufen. Da bin ich sehr gespannt, Senior Day. Ich danke dir für deinen Besuch. Danke schön. Ich wünsche einen schönen Tag noch und wegen den zwei Personas werde ich versuchen, das arrangiert zu kriegen. Ja, das wäre super. Okay. Salamu alaikum. Alaikum salam. So habe ich das gelernt. Adios.